Wir haben zwei Shuttles verloren mit jeweils 7 Menschen an Bord. Und das hängt uns auch heute noch irgendwie nach. Auch bei den Russen sind ja viele Opfer gebracht worden. Komarov war der allererste Astronaut, der Kosmonaut in Sojus 1, weil der Fallschirm sich vertrudelt hat. Und dann später eine ganze Raumstationsbesatzung, Dobrowolski, Volkov und Patsyev, die lange Zeit in Salyut 1 waren, gearbeitet haben. Bei der Rückkehr hat sich ein Ventil, ein lockeres Ventil geöffnet und sie waren also sofort tot. Also dann kamen noch so ein paar andere Fälle dazu, Astronauten, die auf dem Boden bei Tests umgekommen waren, 3 bei uns. Oder andere, die ja, mit dem Motorrad verunglückt sind oder mit Flugzeug versuchen, privat auch umgekommen sind. Also es gibt da schon eine ganz schöne lange Liste von Opfern, die die Raumfahrt gefordert hat. Aber die Opfer haben niemals dazu geführt, dass wir irgendwas aufgegeben oder aufgehört haben. Die Russen haben auch ein Shuttle entwickelt, Buran. Es sieht viel kürzer aus. Das liegt daran, dass er diese ganzen Triebwerke hier, die hinten sind Tanks drin und Triebwerke, die hat er nicht. Buran war also vorne genau wie unser Shuttle geformt, aus aerodynamischen Gründen, nicht weil sie irgendwie das abkopiert hätten, sondern wenn man die aerodynamischen Gleichungen löst und möchte ein Gerät haben, das im Hyperschall eintritt, mit Mach 25 und mit 0 unten landet, dann kriegt man so ein Gerät. Aber sie haben keine Triebwerke hinten gehabt, die Triebwerke waren alle in der Trägerrakete, die Energia. Ja. Die ist zweimal geflogen und Buran ist einmal geflogen. Erfolgreich, hier bei der Landung, unbemannt, ferngesteuert. Und es war sehr schwierig, die letzten Minuten. Da war Querwinde. Starke Querwinde. Und da musste also der Pilot, der außerhalb in einem anderen Flugzeug mitflog und fernsteuerte, musste da wirklich geschickt sein, damit die heil zurückkam, die Buran. Buran ist russisch für Schneesturm. Da wurde eine ganze Reihe von gebaut und die stehen noch als Museumsstücke herum. Ein Buran steht im Gorki-Park in Moskau, auf der anderen Seite vom Fluss, so als Touristenattraktion. Da kann man also hingehen und sich das angucken. Und auch die Energia flog also nur zweimal und wurde dann wieder verschrottet. Damit war also sowjetische Raumfahrt Schluss. Und unsere Apollo-Landung hat dann sowieso auch auf der Erde wieder das Prestige zurückgeholt. Und auch für heute, wir zählen heute noch dran. Und Apollo war ja halt mit seinen 24 Milliarden Dollar sehr preiswertes Investment, die Technologie, die da geflossen ist, all die neuen Erfindungen auf dem medizinischen Gebiet, die Mikrominiaturisierung, die Sensoren in Krankenhäusern, um nur einen kleinen Teil zu nennen von vielen, vielen Nutzanwendungen, haben also diese Gelder bei weitem wieder eingebracht. Nur eben hat das Jahre gedauert und eine Bank würde nicht so lange warten wollen. Er muss da schon irgendwie einen großen Brustkasten haben, um solche Investments durchzustehen und zu warten, bis die Raumfahrt sich auszahlt. Aber das tut sie dann. Der erste Mensch auf dem Mond, hier im Juli 1969, bevor es an den Flug ging, und dann das Foto habe ich gemacht, letztes Jahr im November, Neil Armstrong, wirklich also bei uns ein absoluter Held, der als Mensch auch unwahrscheinlich liebenswürdig und war und interessant, aber ganz bescheiden und hat nie aus seinem großen Ruhm irgendwie was gemacht. Er ist dann, hat sich zurückgezogen, wurde Professor an der Universität für 15 Jahre lang. Er war auch NASA-Beamter gewesen in Washington für eine Zeit lang für Flugtechnik und ist jetzt erst in diesem Jahr gestorben. Großer Verlust für uns, denn es war wirklich auch ein einzigartiger, hervorragender Mensch, der allen Ingenieuren ein Vorbild sein sollte, auch als Testpilot war er natürlich der allerbeste, den wir damals hatten. Und er war Zivilist, ja, kein Militär, aber als Mensch kann ich nur sagen,
wenn Ingenieure, die dann eben plötzlich im Rampenlicht stehen, weil sie irgendwas Tolles gemacht haben, wenn die sich so bescheiden wie er aufführen können, ja, dann Hut ab. Und das hat er uns gezeigt, wie man das macht, ja, dass man weiterhin ein normaler Mensch bleibt und da nicht über Bord geht. Man konnte sich gut mit ihm unterhalten und das war aufgenommen im November, als er im amerikanischen Kongress die Goldmedaille bekam vom Kongress, auch seine Mitflieger Buzz Aldrin und Mike Collins und auch John Glenn, der erste Raumflieger der Amerikas, bekam also ihre Medaillen. Und dann haben natürlich prompt ja diese Senatoren, alles große VIPs, wichtige Leute, sich wie die kleinen Jungen ja, um ihn herum gestürzt und wollten mit ihm reden und die Hand schütteln. Und ich habe auch ihm die Hand geschüttelt und ja, dachte mir dabei, Mensch, hier ja, schüttelst du dem ersten Menschen auf dem Mond die Hand. Und dann sagte ich zu Neil, dass ich an der Saturn mitgearbeitet hätte und ihm doch sehr dankbar wäre, dass er das den Mut gehabt hatte und dass es so gut geflogen ist. Da war er so nett, hat er sofort gesagt, nein, Jesko, ich bin euch dankbar, dass ihr so eine gute Maschine gebaut habt. Wirklich gesagt. Hier ist er nochmal, das ist auch ein sehr einmaliges Bild, das ist letztes Jahr in Salzburg gemacht worden. Da war er im Servus TV und dazu Leonov, Alexei Leonov, der Kosmonaut, der als erster ausstieg im Weltraum und praktisch dafür auszusehen waren, der erste Mensch auf dem Mond zu werden. Gehörte mit zu dem ausgesuchten Team, die für die russische Mondlandung vorgesehen waren. Und den kennen Sie ja, Thomas Reiter, der deutsche Chef der ESA, der europäischen bemannten Raumfahrt. Ich zeige das deswegen hier, um zu zeigen, wie sehr doch die internationale Zusammenarbeit da gar keine überhaupt nichts Politisches mehr hat. Das sind einfach Leute, die alle das gleiche Ziel im Kopf haben, alle die gleichen Hintergedanken haben, getrieben werden durch ihre Überzeugung, dass wir das Richtige machen und praktisch zur Zusammenarbeit, wie Freunde. Früher, ja, die beiden, die waren sich sicherlich sehr gegnerisch durch ihre Systeme gesehen worden. Er ist dann bei den Russen mitgeflogen und bei den Amerikanern geflogen. Und hat sich immer als sehr netter Mensch gezeigt, ohne irgendwelche, naja, wo man so sagt, typisch deutsche Eigenschaften, sondern einfach als internationaler, sehr internationaler, netter Kollege, mit dem man gerne zusammen ist, Thomas Reiter. Die internationale Entwicklung ging dann über die Mir und das Shuttle. Das sind die beiden Schlüssel. Maschinen gewesen, die an sich die Länder zusammengebracht haben. Wir waren schon ganz schön neidisch auf die Mir und hatten natürlich selber wenig Ahnung von Raumstationen. Wir wussten, wie man auf dem Mond landet, aber nicht, wie man eine Raumstation, ja, wie man sie baut, konnten wir uns noch denken, aber wie man sie betreibt. Das ist also eine andere Sache, als wenn man eine Woche im Shuttle im Weltraum ist, sondern das ist eine Raumstation, Leben in der Raumstation, ist ein Ding für sich, das muss gelernt sein. Das ist mehr wie ein Haushalt, wie auf der Erde, so mit morgens aufstehen, frühstücken, ja, vormittags arbeiten, mittags Mittagspause, nachmittags arbeiten, abends Bericht runtergeben zur Erde und dann schlafen gehen. Und das nun ständig, aber über Monate hinweg. Und dann immer wieder Reparaturen machen oder wissenschaftliche Forschung machen, ohne Zeitdruck, ja, in aller Ruhe sich dann ausruhen können und mit Familien sprechen können. Und mit auf Interviews eingehen, die da hochgebeamt werden. Und da musste man sich erst auch einstellen, als Amerikaner, auch wie man die Systeme baut an Bord, wie man sie wartet, ja, das Maintenance, dass es in Ordnung ist, worauf man achten muss. Sodass wir also vorgeschlagen haben, als vor allem es so aussah, als ob die Sowjets Geld brauchten, dass wir sagten, ja, warum machen wir das nicht zusammen? Wir haben eine Shuttle, und ihr habt die Station, warum machen wir da nicht ein gemeinsames Projekt draus? Und da sagten die Russen, ja, schön, aber wie wollt ihr denn da andocken? Wir haben doch völlig andere Docking-Systeme. Ja gut, haben wir ihnen das Geld gegeben, um dieses Docking-Modul zu entwickeln, zu bauen. Das haben die Russen dann so für 400 Millionen Dollar oder so gebaut, sodass also das Shuttle-Docking-System hier dort anlegen konnte. Und das ist wie so ein Adapterstecker praktisch,
wenn man also zwei elektrische Kontakte zusammenbringen will, dann hat man ja auch irgendwie so einen Adapter in der Mitte. Und so sind wir 9-mal raufgeflogen und haben ein halbes Dutzend Astronauten an Bord der Mir über die Jahre hinweg gehabt. Das entwickelte sich so gut, dass wir es als Phase 1 von ISS betrachteten. Wir haben da praktisch gelernt, Hausaufgaben gemacht für die ISS, gelernt, wie man zusammenarbeitet. Und unsere Teams haben sich schon ausgetauscht. Wir waren in Moskau, die waren in Houston. Und wir mussten ja nun als Ingenieure sehen, dass wir praktisch vom gleichen Platz singen, was die Normen betrifft zum Beispiel, Standards und Normen. Also die DIN-Norm gibt es da nicht. Das waren das metrische System in Russen und das Inch- und Foot-System bei den Amerikanern. Da mussten wir also nun sehen, wie das zusammengebracht wird, wie wir uns da verständigen können. Und auch als später die Japaner für die ISS dazu kamen und die Franzosen und die anderen, so musste also global irgendwie standardisiert werden. Und die Ingenieure mussten sich zusammenraufen. Und die konnten ja prima alle die gleiche Sprache, Logik. Ja, mit der anderen Sprache hat es zunächst mal ein bisschen gehapert, aber das haben sie dann alles schön hingekriegt. Aber die Logik ist einmal einheitlich auf der ganzen Welt. Und wenn man mit Japaner über Schrauben spricht, ja, dann weiß er sofort, was los ist. Aber er hat einen ganz anderen Namen dafür. Aber als Ingenieur kann man schon viel durch Zeichen und so weiter anfangen. Damit. So haben wir auch angefangen. Shuttle war dann unser Transportgerät, um die ISS zusammenzubauen. Und hat es ja auch wunderbar fertiggebracht mit 135 Flügen. Aber das Wesentliche am Shuttle war auch, dass es uns die Möglichkeit gab, normale Menschen in den Weltraum zu fliegen. Das hervorstehendste Beispiel ist John Glenn auf seinem zweiten Weltraumflug. Da war er 77 Jahre und ist als Shuttle-Astronaut mitgeflogen und hat dort auch Experimente im Weltraum gemacht, so von wegen Einschlafen und was für Gehirnwellen im Schlaf bei einem älteren Menschen entstehen und so weiter. Und kam dann zurück und sagte, er hätte ja schon ganz wichtig, hätte er entdeckt, dass man im Weltraum viel, viel älter werden kann als auf der Erde. Und damit hat er natürlich vielen Leuten bei uns noch zusätzlich einen Pluspunkt für die Raumfahrt gegeben. So dass ich also auch hoffe, aber wenn wir eines Tages Mars-Crews zusammenstellen, dann wird man schon irgendwie sich sowas, an sowas erinnern. Es ist ja, zum Mars zu fliegen, ist man ja einer Umwelt ausgesetzt, allein schon die Strahlenumwelt, die anders ist als auf der Erde und unter dem Van Allen-Gürtel in der ISS, sodass man vielleicht sich überlegt, dass man jüngere Crews gar nicht nimmt, die noch Familie haben wollen und keine Mutationen und so weiter. Denn immerhin die hochenergetischen Partikel, ja, die verändern Zellen. Dass man also ältere Menschen nimmt, ja, die sowieso, sagen wir, keine Nachkommen mehr zeugen wollen. Solche Überlegungen werden angestellt. Oder dass ältere Menschen vielleicht eher eine Welt in sich tragen und eher allein sein können, ohne dass sie unbedingt Gesellschaft brauchen oder soziales Leben brauchen, sodass sie also praktisch ihre Welt schon im Kopf haben und ruhig auch mal lange Zeit allein sein können. Es ist, wenn man älter wird, ist das durchaus möglich. Wenn man jünger ist, dann will man dauernd ja irgendwie Kontakt haben und da ist natürlich so ein langer Weltraumflug manchmal ganz furchtbar langweilig und eine Qual für jüngere Menschen. Und solche Überlegungen werden eines Tages angestellt werden, wenn die Mars-Crews zusammengestellt werden.